Guten Morgen. Welcome to South Africa. We are going surfing at Musingberg this morning. It is me and my good friend Bosse, the boss man. And yeah, we'll catch you at the beach. Wir haben jetzt Floris hier am Start. Habe ich gestern vom Flughafen abgeholt. Hi! Und jetzt sind wir auf dem Tourismusbus unterwegs. Also nicht richtig, wie gesagt. Und wir wollten eigentlich auf dem Table Mountain hiken, aber es hat nicht funktioniert, weil das Wetter ein bisschen schlecht ist heute. Aber naja, wir werden bestimmt viel Spaß haben heute. Ich zeige euch jetzt mal, was man hier sehen kann. Das ist Lion's Head. Der ist wunderschön, oder? Floris, wie ist der Table Mountain? Wie findest du den so? Du hast echt den besten Tag ausgesucht zum Sightseeing machen. Ja, es ist ein Tag. Ja, ich habe noch nie so große Wellen gesehen. Na, was gibt's hier? Kuchen. Lecker, 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 lecker. Lecker, lecker, lecker. Das hier ist unsere neue Unterkunft. Wir haben einen nice Pool, Table Mountain. Und was sehen wir hier? Den Regenbogen. Wir haben Sepp am Start, wir haben Avantika am Start, wir haben Flo am Start. Sepp am Start. Und jetzt geht's zum Boulders Beach, da wo die Pinguine sind, und Cape of Good Hope. See you. Ja. Das Kap der guten Hoffnung. This dude. Cape of Good Hope, the most southwestern point of the African continent. Hey. Avocado Sandwich und Avocado und Peanut Butter. Peanut Butter. Weil und das in einem zusammen. Zusammen besser so. Ja. Platz sparen halt, ne? Wenn man noch einen Toast hat. Perfekt. So, guten Morgen. Morgen. Jetzt geht's auf den Table Mountain. Und das ist wirklich der heißeste Tag, cool, seitdem ich hier bin. So warm. Und wir nehmen die schwierigste Route, die es gibt. Die anstrengendste. Genau. Ja, deswegen wirklich ein Teil. Nicht weit, ist ganz easy, ne? Das wird ganz einfach. Perfekt. Da wird sich jetzt schon ausgezogen nach 5 Metern. Das ist Cable Car. Wenn wir nicht mehr können am Ende, wenn wir oben sind, dann nehmen wir das. Und das India Venster, die wir nehmen wollen. Extremely dangerous route with steep rock climbing.
and difficult navigation. Do not attempt this route if inexperienced. So we have 1 hour left and the last cable car is on in an hour. Yeah, so it's 55 minutes now. Yeah. Okay. Okay, halbe Stunde noch. Dann müssen wir da oben sein. Ja, dann sind wir oben danach. It's a long way down. Yeah. Wir haben es jetzt geschafft, nach oben zu kommen. Nach 2,5 Stunden oder 3 Stunden. Ja, und jetzt geht es mit dem Cablecar runter. Oh, okay. Das ist oben mal. Alright, es ist super früh. Wir sind um 4.40 Uhr, 30 aufgewacht. Jetzt geht's in Lionshead hoch, weil wir haben Lunar Eclipse. Der wird gleich so rot. Blutmond. Und das ist richtig geil. Wir hiken auf dem Lionshead drauf. Dann sehen wir erstmal den Mond, wie der rot wird. Und dann noch den Sunrise. Und das ist richtig geil. So Jungs, los geht's. Der hat Bock wieder. Vielleicht sieht man das. Da ist der Blutmond. Oh ja. Mond auf der einen Seite. Alright, das war der nice Sunrise. Wir sind dann zum Sunset dort oben, Kloofs Corner. Und davor gehen wir nochmal hier am Beach. Woo! Alright, wir haben jetzt hier ein geiles Picknick. Meine wir haben Annick, Nicole, Till, Sarah, Avantika, Oliver und Sarah. Yeah, Sarah. Yes, I got it. And we got Lion's Head and Sunset. You're not going to look like a model when you reach the top, but it's possible. Und jetzt sehen wir den Sonntag. Sonntag. Sonnenuntergang. Sonntag. 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 Sonne ist jetzt untergegangen und jetzt geht auf der anderen Seite der Mond wieder auf. So, wir sind wieder, oder ich bin wieder früh wach. Floris hat sich gestern leider ein bisschen umgeknickt. Und deswegen kann er gleich mitkommen. Aber ich gehe wieder auf dem Lion's Head mit Sunrise mit ein paar Leuten. Und ja, geil. I'm feeling very well.
Yeah, best way to start the day. Hi, welcome to the Bossy Vlog. Behind me you can see the sunrise. Wow. Epic people hiking with us today. Yeah. Represented from a lot of countries. Got Venezuela down here. You got Netherlands over here that's putting on her top behind the camera. You got your bossy man. Your bossy man. From Germany. And over here you got Dan, almost living in Spain. Almost. Oh. Great! And I'm from South Africa! Woo! Wir haben wieder nicht optimales Wetter heute, deswegen sind wir im Aquarium. Eigentlich war echt gutes Wetter die letzten Tage. Was gibt's eigentlich für Tiere? Was ist das denn? Also den finde ich geil, der macht ganz. Noch einmal hier auf dem Lion's Head hochgelaufen. Das ist wie immer super geil. Genau, morgen machen wir dann eine Township-Tour. Da hinten sind ganz viele Townships, also da, wo die ärmere Bevölkerung wohnt. Machen wir den ganzen Tag lang. Und dann fahren wir ab Sonntag mit dem Auto, mit dem Rental Car, die ganze Küste entlang. Warte, da. Die Garden Route, so heißt die. Und da sind ganz viele schöne Orte. Ein bisschen surfen, hiken und ein paar Nationalparks sind auch auf dem Weg. Und genau, das machen wir dann. Ja, sonst super geil hier. Ja, jetzt. Das ist perfekt so. Das ist richtig South African. Ja. Vor 4 Jahren geändert, dass da tatsächlich Straßen sind. Aber ich finde das mal ganz gut. Ich finde das mal ganz gut. Jesus,